Hallo, ich bin die Sabine Ebner und ich studiere Wirtschaftsinformatik und digitale Transformation an der FH in Salzburg und bin mittlerweile im zweiten Semester. Bevor ich das studiert habe, also eigentlich bis letztes Jahr, war ich im Musischen Gymnasium in Itzling und für mich war eigentlich immer klar, dass ich dann auch studieren will. Und eigentlich wollte ich BWL studieren, weil mich Wirtschaft immer schon interessiert hat, aber ich habe dann gemerkt, das ist nicht so meins, ich brauche da noch was dazu. Und dann bin ich auf Wirtschaftsinformatik gestoßen und habe mir gedacht, das ist eigentlich eine echt gute Idee, weil das ist was, was Zukunft hat und ich wollte immer schon am Beruf und Studium eben im Vorhinein, das mich fordert. Und da habe ich mir gedacht, okay, mit dem Studienzweig bist du sicher gefordert, weil ich habe davon nie programmieren können und du hast eine super Jobchancen. Und ich muss echt sagen, ich bin froh über die Entscheidung, weil es taugt mir wirklich total. Ich meine, ich muss sagen, es war am Anfang wirklich hart und ich habe echt oft überlegt, ob ich aufhöre, weil es wirklich einfach schwierig ist als kompletter Programmieranfänger. Und wenn alles neu ist, aber ich muss echt sagen, ich bin froh, dass ich es bis jetzt schon durchgezogen habe und ich bereue es überhaupt nicht. Und genau das ist eben auch mein Tipp an euch. Wenn ihr euch dafür entscheidet und dann eben mal genommen werdet, ihr werdet wahrscheinlich am Anfang oft zweifeln, ob es das Richtige ist. Ihr werdet oft verzweifeln, was teilweise wirklich hart ist, aber bleibt wirklich dran. Es lohnt sich und es macht euch wirklich Spaß und wir freuen uns auf euch.